Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zum heutigen Part. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Verdammt, ich hätte vielleicht mal testen sollen, ob ich die Sachen einlagern kann. Ach Mann, nee! Ist alles in Ordnung, Susuran? Ihr wolltet uns bei unserer Ankunft erklären, warum wir hier sind. Ich will doch nur in meinem Bett bleiben. Das wird schon. Also, es gibt eine alte Ruine hier auf dieser Insel, in der natürliche Fluss des Ki stagniert. Ich brauche euch, um diese Blockade zu lösen. Ich hatte gerade auch Standbild, falls ihr fragen wollt. Ihr meintet, ihr hättet es schon einmal versucht, nicht wahr? Im Rapsfeld entlang des blütengesäumten Wegs. Ich glaube, den habe ich tatsächlich schon gesehen. Ich bitte euch, hier ebenso zu verfahren. Bei meinen Nachforschungen habe ich herausgefunden, welches spezielle Material ich brauche und von welchem Kimono ich es bekommen kann. Es ist ein Kimono namens Jigokusaru oder auch Lavarücken. Oh nein, das klingt unangenehm. Auf dieser Insel. Anscheinend waren die Jäger von Minato ihm noch nie gewachsen. Lavarücken, das klingt doch schon unangenehm. Beruhigend, aber ihr solltet keine unnötigen Risiken eingehen. Kehrt nach Minato zurück, wenn es euch zu viel wird und bereitet euch vor. Ich habe gehört, dass der Lavarücken auf der nördlichen Seite lebt. Aber auf der Insel gibt es auch andere Kimono. Vielleicht wäre es ratsam, zuerst einige von ihnen zu jagen. Dann kann ich euch aus den Materialien stärkere Ausrüstung anfertigen. Es wäre eventuell schlau, wirklich nochmal so ein Smaragdleiter vorher zu erledigen, damit ich ein Wasserschwert habe. Minato dadurch erneut aufblühen kann. Susuran? Tut mir leid, ich habe nur vor mich hingemurmelt. Ach ja, das hätte ich beinahe vergessen. Ich habe ein ganz besonderes Karakuri zu eurem Repertoire hinzugefügt. Ich habe das Gegenstück dazu. Und zusammen ermöglichen sie es uns, über relativ große Distanzen zu kommunizieren. Handy? Ihr solltet es einfach mal ausprobieren. Wir melden uns in Kürze. Erschreckt euch also nicht, wenn ihr plötzlich unsere Stimmen hört. Die haben Handys gebaut. Los, meine Fische, hängt. Wo ist denn mein Wassersammler? Was machst du da hinten? Da ist ein Smaragdleiter, die Federkralle, die mir aufgedrückt wurde, und ein Donnermarder. Ja, ich wäre halt, wie gesagt, dafür, das Eichhörnchen zu erschlagen. Bleiben wir mal hier beim Küstenlager. Damit ich mir, bevor wir diesen Lavarücken bekämpfen, mir auf jeden Fall vorher eine Wasserwaffe machen. Hier geblieben! Ich brauche meine Fische! Ich kann mir jetzt auch noch mal hier einen Teil gönnen, ne? Um Gottes Willen, was habe ich denn hier alles zur Auswahl? Die Widerstandsfähigkeit von den Bollwerken verbessern, den Erfassungsbereich von dem Jagdturm, Wiederbeständigkeit von Kisten erhöhen. Ja, das klingt nett. Ich glaube, am ehesten wäre es schlau, das Bollwerk zu verbessern. Ah, wenigstens eine Sache bei dem Fischer da. Ja, ich weiß. Keine Sorge, mir geht's gut. Es kommt mir vor, ihr wollt wissen, was noch zu tun ist? Ich muss die aber dem auch abgeben, ne? Dein Jagdamt zweimal, 25 Materialien sammeln. Dann haben wir 20 Kreaturen, 210 Kreaturen diente. Also gut, haltet mich auf dem Laufenden. So, dann will ich einmal zur Schmiede.
will mir jetzt mein Wasserschwert gönnen. Das werde ich nämlich gebrauchen können. Und die Fähigkeiten davon können sich auch sehen lassen. Ich werde noch ein weiteres Schwert machen, weil ich danach wahrscheinlich in den rechten Baum investieren kann. Weil hier sieht es aus, als ob da das Feuerding hinkommt. Ich weiß, dass du meine Ausrüstung geändert hast. So, ich will die Hochwasserklinge. Was bringt mir denn Schwebe? Ah. Ja, die Fähigkeit scheint sich ja eh nicht zu aktivieren. Nö, dann nehme ich die beiden. So, kann ich mir auch noch ein Rüstungsteil von dem Vieh gönnen? Ja, und Erholung finde ich wesentlich besser, als hier einen Angriff mehr zu haben. Warte, stehen geblieben. Du bist ein Schwerverbrecher, gib mir meine Fische. Mir fällt auch ein. Hier wäre wieder ein paar Kugeln. Oh, das will ich haben. Meine Fluglein können die jetzt verletzen. Macht euch keine. Da wird wohl jemand schnell seekrank. So, kann ich den Tsukumo noch verbessern, bevor wir aufbrechen? So, ich habe dem ein bisschen mehr Angriff gegeben. Zumindest etwas. Ich glaube, aufscreen sammle ich mal ein bisschen diese Tsukumos im ersten Gebiet. So, Federkralle, Federkralle. Muss ich jetzt einfach random nach den Dingen suchen? Signaturöme sollte ich auch verbessern. Ach, da muss ich hin. Hallo? Könnt ihr uns hören? Ja. Aber ich versuche zumindest immer, alles zu reparieren. Wir unterstützen euch so gut wie möglich über das Karakuri. Okay, in der Richtung da ist mein Ungeheuer. Ich würde mal am ehesten vermuten, dass der hier oder da sitzt. So oder so. Ich glaube, du bist der Lavarücken. Bist du das Lebewesen, was ich suche? Guter Wurf! Ey, dein Spielzeug lebt noch.
Hallo? Ich bin hier. Notice me. Hallo, mein Freund. Ich habe mich jetzt schon gefragt, wie lange dauert es wohl, bis er mich mal bemerkt. Um Gottes Willen. Aua. Klopp dich damit. Ich glaube, das juckt es nicht besonders. Kann ich eigentlich den Hammer direkt dahinter spawnen? Ja, kann ich und ich kann es nutzen. Es juckt das Vieh nur nicht besonders. Es kann mich taub machen, okay. Mal was probieren. Ich habe keine Fäden, sonst könnte ich probieren, was ich probieren wollte. Ich wollte mal den Luftangriff von diesem Gleiter sehen. Aua! Oh, guck mal, das kann man noch zusammensetzen. Da stand das Ding perfekt. Ich habe trotzdem gerade richtig eine Breitseite kassiert. Ich merke gerade was, ne? Ich habe nichts gegessen vor dem Kampf gerade. Ich habe keinen einzigen Booster drin. Wie soll ich eigentlich seine Schwachpunkte anständig treffen? Aua. Das hat weh getan. Das sag ich. Sind hier irgendwo Fäden? Da. Können wir uns darauf einigen, dass du mich erst verklopft, nachdem ich Fäden gesammelt habe? Okay, danke, dass wir uns verstehen. Das ist sehr freundlich von dir. Ich weiß nicht, was du da verprügelt, aber ich bin es nicht. Alter, dieser Feuerball tut so dermaßen weh. Spür meinen Hammer der Gerechtigkeit. Vergiss, was ich gesagt habe. Aua. Oh, ja, ich habe ihm zumindest mal zugesetzt. Aua? Was an Aua war so schwer zu verstehen? Spiel damit. Denk mal nicht, dass ich dir irgendwas abtrennen kann. Um Gottes Willen, jetzt ist das Ding auch noch aggressiv. Ich will nicht. Wie wäre ich denn das Feuer wieder los? Durch Ducken einfach? Ach, wie beim Monster Hunter. Einfach rollen. Du wirst mir doch sowas von in den Arsch treten. Ich hab mich, übrigens entmutet, oder? Ja, ich komme gerade nicht sicher.
Okay. Gum-Gum-Rakete. Ich verstehe schon. Ich verstehe schon. Unmissverständlich, was du mir mitteilen willst. Gum-Gum-Rakete in mein Gesicht. Die Arme von dem haben sich doch gerade gestreckt. Oder habe ich das gerade falsch gesehen? Bin gerade am völlig falschen Ort. Aber ich nehme zumindest trotzdem was mit. Das Ding einfach aufbauen. Am besten schön nah an der Wand. Also los. Warum ist er jetzt nicht nach vorne gesprungen? Sobald er mich sieht, ist er aggro. Das kann ich aber auch irgendwie nachvollziehen. Hör auf mit Gum-Gum-Rakete! Die ist nicht nett. Das ist einfach Ruffy. Erfolg freigeschaltet. Mensch oder Maschine? Mensch. Wieso kannst du deine Gliedmaßen strecken? Ich lebe noch, Leute. Aua! Deine Techniken tun so weh. Da ist ein neuer Freund für mich. Ich habe gleich kein Heilwasser mehr. Das Ding zu nehmen wäre gerade eine ganz dumme Idee. Aua, könnte es mal aufhören, so extrem Schaden zu drücken? Das ist angenehm. Das heißt nicht, dass es mir den Arsch rettet. Aber das Ding nutze ich gern öfter. Nein! Ich wollte gerade ausweichen. Jetzt fehlt nur noch die Fackelfusion, ey. Aus!
Ich brauche neues Heilwasser. Ist hier irgendwo Heilwasser? Komm her, mein Schatz. Du bist wieder auf irgendwas anderes aggressiv. Das kommt mir aber zugute. Ich muss gerade dringend erstmal Heilwasser sammeln. Da hinten war, glaube ich, noch welches. Ich brauche erstmal Heilwasser. Danach können wir uns weiter streiten, okay? Ich überlebe sonst keine weitere Minute gegen dich. Da unten sehe ich noch ein bisschen. Das ist ein interessanter Ort. Hier ist auch ein Drachenschlumpf, den aktiviere ich mal. Kann ich nicht. Kein Sephi-Kristall. Verdammt. So, jetzt habe ich Heilwasser wieder voll. Jetzt kann ich auch wieder kämpfen. Oder mich verprügeln lassen. Je nachdem, wie man es sehen will. Du kommst hier nicht rein, oder? Au. Was ist denn das für ein komischer Krebs? Heilt dieser Nebel auch das Feuer weg? Nee. Verdammt. Aua, lass mich doch heilen. Warum habe ich jetzt wieder zu wenig? Das ging knapp ab hier vorbei. Bau das doch da drauf. Aua. Ich kriege so langsam das Gefühl, dass er in mir nur einen Sandsack sieht. Da war die Gum-Gum-Feuerpistole. Oder Red Hawk.
Warum hatte ich das, diese Hoffnung, dass ich in der Luft sicher wäre? Nein, 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 bitte nicht. Da hier ist schon der ganze Boden verbrannt. Ja! Ich hab dir ein Stück von deinem Arsch abgeschnitten. Wie gefällt dir das? Das war ein Schwanz. Wo hat das wie ein Schwanz? Ich glaube, das hat dem Tier nicht gefallen. Die Jagd endet erfolglos. Nicht ganz erfolglos. Ich habe ihm seinen Arsch abgeschnitten. Oder ein Stück zumindest davon. Hat doch prima funktioniert, Leute. Oh ja, der ist hier unten. Aber wir haben einen Vorteil. Wir kommen von oben. Das war unser einziger Vorteil. Jetzt ist er weg. Aua. Ich muss den Ball unbedingt noch ausprobieren, wenn der hier Gum Gum Bazooka versucht. Sind sie zufällig irgendwo? Ja, danke. Ich brauche das. So ein Arsch, der hat das weggegrätscht. Ich brauche das dringender. Ey, komm, lass hier doch irgendwo was an Fäden sein. Bitte grätsch mich jetzt nicht wieder. Ja, mach das mal. Ich will weg, ich will weg, ich will weg, ich will weg! Kurz Standbild gehabt. Es kann losgehen. Das wäre der Moment gewesen zu testen, aber ich hatte gerade zu viel Angst. Aus solchen Gründen. Kann der mal langsam umfallen? Wie hast du mich verfehlt? Immer wenn ich mich heile, gibt er mir instant eine Schelle danach. Nein! Oh nein! Ey, die Verwirrung kam genau zum falschen Zeitpunkt.
Einen schlechteren Zeitpunkt gab's nicht. Weißt du, der bereitet seine Grätsche schon vor und ich, ja, bewegungsunfähig. Och, Mann, ey. Und jetzt habe ich wieder kaum noch Heilwasser. Das habe ich hier in der Gegend schon aufgebraucht. Gehen wir mal über den Weg. Okay, ein Heilwasser. Der müsste doch jetzt eigentlich mal so langsam down sein. Direkt wieder umdrehen. Ja! Du miese Scheißvieh! Warte, das müssen wir uns in all seiner Pracht geben. Sayonara, Arschloch! Oh. Das war eine Befriedigung! Den Tod zu sehen, Junge! Oh, gut gemacht! Ihr habt es besiegt! Kein Wunder, dass ihr so gefragt seid. Na gut, ja. Wir machen uns ja auf den Weg. Ey Leute, ich schwitze! Bleib bloß liegen! Ist hier noch ein Tsukumo oder habe ich hier alles? Das wäre auch so ein Ort, wo ich halt einen vermuten würde. Wir müssen hier zu den Herzen der Ruinen. Ich muss jetzt instant nochmal kämpfen. Warte, komm her. Ein Warmbauchgecko. Jetzt mal da reindrücken. Ich pack mich jetzt schon mal aus dem Bild. Nun ja, so sieht man sich wieder. Ihr habt anscheinend ein Händchen dafür, dem Tod ein Schnippchen zu schlagen. Wie ich sehe, seid ihr als Jäger gewachsen. Der mobbt mich. Das Feuer in euren Augen strahlt noch heller. Wie passend, dass wir uns hier treffen, im heiligen Land der alten Jäger. Ihre Träume haben Spuren hinterlassen, um euch herum und in euch selbst. Einst wurden hier die Jäger geboren,
Sie wuchsen hier auf und sind hier gestorben. Doch eines Tages überquerten sie das Meer und reisten nach Azuma. Doch diese Reise war nur dank der Karakuri möglich. Mit dem Wissen und der Technologie, über die nur die alten Jäger verfügten. Leider ist alles, was einmal war. Okay, du hast eine sehr interessante Maske. Die Zuflucht der Jäger in Azuma wurde fortgespürt durch den Regen von tausend Taten. Eine gewaltige Flut, die das gesamte Land erfasste. Einige wenige Jäger überlebten und zogen gen Norden oder Westen und mit ihnen ihr verbliebenes Karakuri-Wissen. Alles, was einst zurückgelassen wurde, kristallisierte zur Saat. Alles, was einst zurückgelassen wurde, lebt nun also in euch weiter. Ihr müsst jetzt jagen, vertrauend, dass dadurch die Saat wachsen wird. Da drüben! Seht nur! Hey! Tut mir leid, dass ihr warten musstet. Nun, da ihr das Kimono erfolgreich niedergestreckt habt, können wir... Oh! Was ist los? Ich habe gerade mit jemandem gesprochen. Ich habe niemanden gesehen. Dieser Ort ist für die meisten viel zu gefährlich. Wie dem auch sei. Na, ich habe wieder mal Hallos gehabt. Ihr erinnert euch sicher, dass ihr eure Karakuri nicht überall beschwören und nutzen könnt, richtig? Nun, die Erklärung dafür hängt mit einer Form von Energie zusammen, die wir Himmelsfäden nennen. Stellt euch vor, ihr würdet gerade ein Karakuri aus dem Nichts erschaffen. Dabei entstehen rankenartige Stränge, nicht wahr? Das sind Himmelsfäden. Sie sind die Quelle der Kraft aller Karakuri. Wenn nicht genug davon vorhanden sind, können Karakuri nicht funktionieren. Je größer und komplexer das Karakuri ist, desto mehr Himmelsfäden sind erforderlich, um es anzutreiben. Vermutlich ist es euch schon aufgefallen, als ihr euch umgesehen habt. Diese Ruine scheint ein gigantisches Karakuri zu sein. Früher hat es sicher einmal funktioniert, bis aus irgendeinem Grund die Verbindung zu den Himmelsfäden versiegte. Aber warum? Wurde der Fluss des Ki in der Erde vielleicht blockiert? Korrekt. Ki und Himmelsfäden sind im Prinzip das gleiche. Das Ki hier fließt nicht. Ändert das, und diese Ruinen sollten zu neuem Leben erwachen. Man sagt, dass dieser uralte Ort eigentlich eine raffinierte Maschine ist, die dazu dient, die Himmelsfäden zu einem anderen Punkt zu leiten. Und ich bin mir sicher, ihr könnt euch schon denken, wohin. Nach Minato? Genau! Minato! Wenn wir diese Maschine also wieder in Gang bringen, dann sollten auch all die verstaubten Karakuri in Minato plötzlich wieder zum Leben erwachen! Ich habe schon geglaubt, ich würde sie nie wieder in Betrieb sehen. Es ist schon so lang her. Unsere Aufgabe hier ist von entscheidender Bedeutung für das Überleben der Stadt. Die Kemono werden immer stärker und wir haben keine Mittel, um uns zu verteidigen. Früher oder später werden wir gezwungen sein, Minato aufzugeben. Und nach vielen langen Diskussionen haben die Ältesten beschlossen, dass wir die Karakuri wieder zum Laufen bringen müssen, um uns zu verteidigen. Deshalb ist es eure Aufgabe, diesem alten Ort mit euren Fähigkeiten neues Leben einzuhauchen. Und wie soll ich das anstellen? Die Karakuri in ganz Minato funktionieren wieder. Kaum vorzustellen. Wahrscheinlich so, oder? Das könnte nützlich sein. Genau wie in meiner Kindheit. Als ich noch klein war, funktionierten sie noch. So, wollt ihr noch ein Gespräch führen? Das alte Karakuri wieder zum Laufen zu bringen, sind recht simpel. Mit eurer Hilfe dürfte das kein Problem sein. Ich glaube, ich hab's geschafft. Die Mauer. Ich war's nicht! Und seht nur, wie sich die Himmelsfäden ihren Weg hineinbahnen. Oh, das muss ich untersuchen. Wir haben es geschafft. Tatsächlich. Was für ein Erfolg. Der Ort sieht mega cool aus. Ich danke euch.
Lasst uns schnell nach Minato zurückkehren und sehen, was wir verändert haben. Okay, Filmsequenz ja. Wahrscheinlich incoming. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, was in der Stadt passiert. Gehen wir. Ich will aber vorher gucken. Okay, ich darf hier nichts beschwören. Hauptkarte Minato. Gern geschehen. Das hätte ich mir nie träumen lassen. Alles funktioniert wieder. Es ist, als wäre die Stadt selbst aus einem langen Schlaf erwacht. Die Karakuri funktionieren wieder. Das bedeutet, dass Karakuri in der Schmiede... Oh, das muss ich unbedingt sehen. Natsume ist glücklich. Um ehrlich zu sein, fallen mir auch Dutzende von Experimenten ein, die ich gern durchführen würde. Und falls es euch nichts ausmacht, könnte ich bei vielen davon eure Hilfe gebrauchen. Na, ist das nicht toll? Ihr wollt euch sicher unbedingt in der Stadt umsehen. Ich werde es auf jeden Fall tun. Stellt euch nur vor, wie diese ganzen verstaubten Karakuri wieder zum Leben erwachen. Zum Beispiel das Badehaus vor den Toren der Stadt. Das heiße Wasser wird wieder fließen. Ha, so heiß, dass dort bald jemand aufpassen muss. Alles verlief nach Plan. Das klingt schön. Und das verdanken wir allein euch. So, dir geben wir jetzt noch eben kurz Aufträge. Hier ist die Liste. Hatte ich sonst noch irgendeinen abgeschlossen? So, jetzt habe ich wieder 5 in der Liste. Ich will mal gucken, hat sich bei der Schmiedetante was geändert? Warum bewegen sich plötzlich alle Karakuri? Weil ich meinen Job so aus Namen mal gemacht habe. Entschuldigt. Ich kann einfach nicht wegsehen. Es ist so faszinierend. Dieses Karakuri kann die Feuerstelle auf höheren Temperaturen halten. So kann ich jetzt verschiedene neue Materialien verarbeiten. So werde ich euch, mein ganz Minato, von größerem Nutzen sein. Wie oft hatte ich schon versucht, die Geräte in der Schmiede wieder zum Laufen zu bringen. Der Großteil der Ausrüstungsgegenstände ist schon eingestaubt. Doch nun kommen sie wieder ihrer Bestimmung nach. Minato könnte wieder im alten Glanz erstrahlen. Und das alles haben wir euch zu verdanken. Ich kann meine Dankbarkeit kaum in Worte fassen. Sie würden nicht ausreichen. Ich danke. Ich danke euch von ganzem Herzen. Gern geschehen. Jetzt, da die Karakuri wieder funktionieren, bin ich erpicht darauf, Materialien zu beschaffen, um meine Schätzchen glänzen zu lassen. Okay. Da habe ich nachgedacht. Es gibt da dieses alte Jägerlager auf dem Hochland nördlich des blütengesäumten Wegs. Auf der Suche nach Materialien bin ich dort oft vorbeigekommen. Heute nutzt es jedoch niemand mehr und es ist völlig verfallen. Wenn wir es wieder herrichten, wäre es sicher ein idealer Stützpunkt, um von dort aus zu jagen. Das wäre für uns beide ein Vorteil. Was sagt ihr? Sollen wir das alte Lager gemeinsam wieder aufbauen? Ja, klingt doch gut. Allzeit bereit, wenn ihr es seid. Aber scheinbar hier bei der Schmiede jetzt nichts besonders freigeschaltet. Mal sehen, was aber ich wusste es. Ich wusste einfach, dass wir hier einen Flammenweg freischalten. Affengin-Organ-Edelstein wohl kriechen, den Kack her. Leichtfüßig. Naja, eine Feuerwaffe, ne? Ich werde wahrscheinlich generell hauptsächlich auf die Schwerter gehen, weil die anderen Waffen haben diese Karakuri-Eigenschaft nicht, dass man hier diese Fäden nutzen kann, um sich selber zu boosten. Jetzt interessiert mich auch noch die Rüstung von dem. Also Helme und sowas habe ich ja ausgeschaltet. Das werde ich nie halten können.
Das wäre praktisch gewesen. Oh, eine bessere Hose. Brauche ich aber nochmal so einen Lava-Rückenschleim stand. Aber das gönne ich mir. Ist gut gegen Feuer. Ich sollte generell so verschiedene Elementrüstungen auf jeden Fall mir anschaffen. Ich kann jetzt hier bauen, wie ich lustig bin. So, dann setzen wir am besten noch einen drauf. Neue Rüstung kann nur geschmiedet werden. Ja, ich habe gerade was anderes gesehen. Okay, Leute. Damit wir einen schönen Ausblick hier zum Ende haben, will ich mich da unten ans Meer stellen, wenn ich darf. So. Hier haben wir doch einen schönen Ausguck am Ende. Ich konnte ja jetzt auch schon mittendrin so ein bisschen mit den Einstellungen probieren und haben ja Einstellungen sogar gefunden, die sehr gut funktionieren. Also ich werde da jetzt nichts dran ändern. Am Ende mache ich nur wieder alles kaputt. Und, am Ende funktioniert dann wieder gar nichts mehr. Ich finde, so wie es jetzt ist, funktioniert es ganz gut. Ab und zu mal ein Standbild. Innerhalb einer Stunde ein Standbild von 2 Sekunden finde ich jetzt nicht weiter schlimm. Ich finde, das war ein interessanter Abend. Bei YouTube wären das 2 Videos. Einmal mit dem Affen und einmal mit dem Eichhörnchen. Der Affe, der war wirklich mega schlimm. Ja. Für YouTube sage ich hier, wenn es euch gefallen hat, Abo und ein Like da lassen. Auf Twitch vorbeischauen, ist in der Beschreibung verlinkt. Von YouTube verabschiede ich mich an dieser Stelle. Tschüss und bis dann.